Herzlich willkommen zum Montagabendspiel in Dortmund im Signal Iduna Park. Ja, wir werden es wahrscheinlich genauso angehen wie im Hinspiel auch. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Mit der Fünferkette Dortmund spielen lassen, die finden keine Lösungen gegen tiefstehende Gegner. Also nutzen wir es aus. Vorne drin, diesmal nicht Jovetic, sondern mit Luki, Kanga, etc. Ein paar pfeilschnelle Spieler da vorne rein. Und überrennt dann die IV. Das ist der Plan. William ist weiterhin 45 Minuten fit. Noch nicht hundertprozentig. Ich denke, bei dem gehen wir es auch wirklich langsam an. Ich habe da keinen Bock, dass er sich ernsthaft verletzt. Tifuyk macht seine Sache da bisher ganz ordentlich. Kann man auch noch weiter mitarbeiten. Dann können wir ja, sobald William wieder komplett fit ist, ja, den Konkurrenzkampf quasi losgehen lassen. Kevin Prince und Stefan Jovetic waren noch in der zweiten, haben da mitgespielt. Bisschen viel Spielpraxis, auch weil Jovetic irgendwie gar nicht in Form kommt. Hat nichts geholfen. Beide katastrophales Spiel gemacht, haben gegen Essen verloren. Ja, hätten wir sie lieber nicht runtergeschickt. Naja, gut, wir sehen uns gleich mit den Aufstellungen wieder. So viel gab es nicht zu erzählen, außer dass wir jetzt langsam wieder punkten müssen. Da ist natürlich Dortmund der richtige Gegner für. Bis gleich. Die Aufstellung ist, abgesehen von Wilfried Kanga, relativ selbsterklärend, würde ich sagen. Plattenhardt, Cefuix sind da außen erstmal gesetzt, einfach weil Mittelstädt und William noch überhaupt nicht auf dem Fitnessniveau sind, um da wieder angreifen zu können. Serdar Tuzar natürlich vorne drin. Ja, Kanga kriegt nochmal die Chance rechts außen. Hab das Gefühl mit Luki im Sturm, das passt eigentlich ganz gut. Vielleicht müssen wir das wieder ein bisschen fördern. Bözius soll da hinten dran ein bisschen Bälle verteilen, ab und zu mal aus der Distanz schießen. Und Gechter rotiert wieder raus, dafür Rogel rein. Einfach ein bisschen körperlicherer Spieler noch. Und Dardai dann über die, ja, quasi Spielmacher-IV-Seite mit Uremovic. Ja, und auf der Bank kein Jovetic. Dafür Marco Richter, Ngankam Maolida, Lee. Ja. Ngankam haut sich immerhin rein, auch Marco Richter. Da muss aber langsam mehr kommen von dem. Das gefällt mir nicht ganz. Sebastian Haller ist wieder dabei bei den Dortmundern, aber das sehen wir jetzt gleich nochmal. Ich würde sagen, eine Leistungssteigerung würde ich gerne sehen, ja. Es ist nicht das beste Wetter für Fußball. Wie wirkt sich das aufs Team aus? Ich würde sagen, uns ist das relativ egal. Ist korrekt, dass das Team von Hertha BSC schnellstmöglich mehr Tore machen muss. Tatsächlich aktuell ja. Ja. Aktuell ja, über die Saison gesehen nein. So, Dortmund im 4-2-3-1. Mit Haller. Reus etc. Das schauen wir uns auch gleich nochmal hier in Ruhe an, weil wir natürlich die Jungs ein bisschen eng nehmen müssen. Also, ein Reus soll möglichst aus dem Spiel genommen werden. Reyna, Allaire, das passt. Passt erstmal. Vielleicht hier ein bisschen pressen. Wobei jetzt auch fußballerisch nicht der schlechteste ist, aber naja. Mathieu Morey, Götze, Götze, Bruder. Süle Hummels. Oh, Schlotterbeck auf links. Das könnte unser Pressing-Opfer sein. Ja. Und Bellingham. Hätte ich auch gerne nochmal in Manndeckung. Mal gucken, wie wir das umsetzen können. Da muss halt vielleicht dann Bözius tatsächlich mit zurückarbeiten. Und zwar nimmt er nicht Özcan, sondern hier, Jude Bellingham. In Manndeckung, Cefuí kümmert sich um Reus. Und dann passt das. Reines Spiel. Ei, Jungs, sagt doch mir einer was. Was soll das denn? Hä? Hat er die Hälfte gar nicht gesehen wieder? Das ist nach einer langen Aufnahmepause. Wichtige Balleroberung von Luki. Komm, direkt 1-0, das wäre überragend. Plattenhardt chippt den. Bellingham macht es clever. Für Bözius wird es wahrscheinlich ein sehr, sehr anstrengendes Spiel heute. Muss nach vorne die Angriffe einleiten, muss nach hinten Bellingham zumachen. Das kann schon mal undankbar sein, ein bisschen auf die Lunge gehen. Aber lieber so als mit Rauchen.
Super Vergleich hier wieder, ne? Ich weiß schon. So, auf geht's, Jungs. Augustin Rogel chippt den. Bötzius ist sogar durch, wird geblockt, aber nochmal. Schade. Gibt eine Ecke, vielleicht da die Möglichkeit. Rogel ja schon getroffen im Testspiel. Es war aber Dardai, glaube ich. Naja. War Offensivaktion. Gut zumindest. Gut von Serda, hält den im Spiel. Wilfried Kanga. Tefuik schickt Kanga. Und er ist schneller. Luke Bakio. War abseits. Oh, ganz frei auf einmal. Ich sag doch, Kanga, Luki, das funktioniert. Ja, Bilzius wird aus der Position gezogen, das ist klar. Aber bevor wir dann Bellingham frei laufen lassen, soll er da lieber den Mann zumachen. Marco Reus? Nein, Schiedsrichter. Der ist nicht mal gefallen. Der ist nicht mal gefallen, Schiedsrichter. Ey! Und noch eine gelbe hinterher. Reus hat nicht mal mitbekommen, dass es ein Foul war. Naja, Christensen, deine Chance. Elfmeterkiller, komm. Oh, er hat ihn sogar fast. Na, mal wieder verpfiffen. Dreckschiedsrichter. Da wird der vierte Offizielle hier an der Seitenlinie bearbeitet. Naja, wir sind gut im Spiel. Wir können auch das 1-0 wegstecken. Ist natürlich ein bisschen lächerlich. Ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Also das war sicher kein Elfmeter. Oh, Kobel. Okay. Hummels Probleme mit der Ballkontrolle. Der alte Mann. Bellingham auch nicht wirklich so Mann gedeckt von Bözius. Ne? Der hat nicht ganz verstanden, was er machen soll, glaube ich. Der rennt irgendwo rum, aber nicht bei Jude. Oh, geiler Ball auf Allaire. Schießt aber überhastet ab, gut für uns. Komm schon, bisher machen wir es gut. Halt wieder ein bisschen wenig nach vorne, klar, aber es ist auch ein bisschen der Aufstellung geschuldet. Das müssen wir die zwei, drei Chancen nutzen, die wir haben. Und da Morey nicht so laufen lassen. Gut geblockt dann von Dardai was. Da Platten hart. Uremovic kriegt ihn nicht ganz weg. Naja, Serdar mal wieder mit einem guten Spiel. Zum Glück haben wir den. Ich würde sagen, eigentlich spielen wir es ja ganz gut, ne? Also viel kommt von Dortmund wieder nicht, außer den geschenkten Elfmeter. Hängt euch weiter rein. Gefällt mir. Vorne ein bisschen mehr. Luke Bakio, mach mal dein Tor jetzt wieder. Einfach, dass da mal wieder was läuft. Wenn danach geht's gegen Augsburg, da müssen wir auf jeden Fall dann die 3 Punkte holen. Aber natürlich auch hier ein Unentschieden. Sehe ich nicht so abwegig. Lotterbeck nimmt auch gefühlt gar nicht am Spiel teil, ne? Da links außen. Und Dortmund erschöpft als wir haben. Haben die unter der Woche schon Champions League gespielt? Könnte sein, ne? Aber zumindest schon sie nicht wirklich. Uremovic, da lässt er sich jetzt ein bisschen zu leicht gehen. Rogel ist da. Reus. Gut von Uremovic. Gut von Uremovic. Komm, Junge, bleib dran. Ach, mein Gott. Da kriegt sogar Schlotterbeck noch seine Vorlage. Ach, scheiße. Naja, wir lassen es noch ein bisschen so laufen, stellen dann gleich um auf Viererkette. Rogel leider ganz schwaches Spiel, vielleicht auch die falsche Entscheidung. Auch Tsefuyk. Na gut. So. Dann haben wir jetzt hier ein ganz anderes Spiel. Was wir jetzt sehen.
Und zwar Gegenpressing, Kontern, weiter Abwürfe. So, sehr intensiv. Geben aber jetzt nochmal Gas nach vorne. Und zwar Dardai auf die 6. Bürojel kommt Linus Gechter. Für Cefuy kommt William. Bozius Mauli da. Den sehe ich da heute irgendwie. Auf geht's. Sehr stark von Bozius. Muss ich ihn doch nicht rausholen. Luki. Oh, schade. Riesenchance. Genau das sind die Bälle, die wir von Jean-Paul brauchen. Aber die kamen halt leider nicht in dem Spiel. So, auch für Kanga. Ne, wir machen es anders. Wir bringen Lee. Für Toussaint wieder. Der hat es da ganz gut gemacht. Und rechts außen. Beziehungsweise in Sturm Richter. Und rechts außen Luke Bakio. Auf geht's, Jungs. Eure Chancen, was zu zeigen. Zeigt mir, dass ihr gegen Augsburg in der Startelf stehen wollt. Das hat mir bisher, haben wir noch nicht viele gezeigt. Suazerda. Oh, und Richter. Eine Rückgabe. Und ist nicht mehr aufs Tor gekommen. Naja, aber jetzt sind wir drücken ein bisschen. Komm, Dardai. Gechter, Lee. Schön raus, plattenhart. Oh, probiert's da. Kann man machen. Aber vielleicht nicht, wenn man 2-0 hinten liegt. Schlotterbeck probiert's lang. Da sind wir aber da. Uremovic klärt ihn. Allerdings nicht gut. Okay, das nenne ich mal Selbstbewusstsein, Herr Malen. Kann man mal haben an deiner Stelle, glaube ich, ne? Gut von Uremovic. Ball nochmal raus. Da muss aber einer rausrücken, Jungs. Lassen da Reus einfach ganz normal den 16er laufen. So, jetzt. Nee, kein Konter. Sadio ist schon. Ja, Royce. Gute Balleroberung von Serda. Der ist komplett tot, aber ist immer noch da. Bellingham da mit dem taktischen Foul. Müsste eigentlich die gelbe geben, steht sich da. Aber ja gut. Wir sind halt nur die Hertha und nicht Borussia Dortmund, ne? Ja. Wird nur für Dortmund gepfiffen. Schade. Gut von Christensen. Und der macht's schnell. Oh, Bruder, mach's doch ruhig. Dann gib doch auch mal das Kommando da hinten raus. Redet mit ihm, dass er Zeit hat. Nico Schlotterbeck denkt jetzt auch, er ist Ronaldo. Weil wir ihn lassen. Aller. Oh. Ist er vielleicht doch der Spielentscheider für Dortmund, hä? Ist das vielleicht doch? Jetzt aber nicht wieder so gehen lassen, Jungs. Irgendwie ganz schlimm bei uns. Wir lassen uns echt gehen nach einem Tor. Vielleicht ist das wirklich diese, was ich letztes Mal angesprochen habe, diese Konzentration, die da fehlt bei den, die das einfach mal beißen und so weiter. Naja. Kleine Niederlage, die wirklich überhaupt nicht sein muss. Das 2-0 hat uns so ein bisschen den Knockout gegeben, weil bis dahin waren wir eigentlich mitspielend. Dann haben wir uns immer noch reingehauen. Haben es aber irgendwie nicht geschafft, das Tor zu machen. Ja, und dann setzt Alain den Deckel drauf. Der hat da sehr stark, Dardai auch in Ordnung. Verteidigung, Katastrophe. Lee in Ordnung, Mauri da, ja, Richter, ja. Luki ganz, ganz schwach. Ich glaube, Luki kriegt mal eine Pause gegen Augsburg. Ich glaube, Luki kriegt da mal eine Pause. Das macht so gerade keinen Sinn. Letztendlich bin ich am Ende wieder unzufrieden, ja. Und zwar nicht unbedingt aufgrund des Spielverlaufs,
Aber aufgrund dessen, wie man das mit dem Rückstand dann verarbeitet. Da ist man beim 2-0 mal kurz dran und lässt sich dann wieder komplett gehen. Klar ist der Schiedsrichter vielleicht nicht auf deiner Seite. Aber letztendlich kann man auch nicht sagen, dass man das Spiel wegen dem Schiedsrichter verloren hat. Man hat vielleicht einen Rückschlag erlitten durch das 1-0. Aber das 2-0 und 3-0 waren sicher nicht wegen Schiedsrichter. Und Sefuig mittlerweile 10. gelbe Karte. Ja, es ist halt ein Kampf für Tunter Sport. In Anbetracht der Negativserie, glauben Sie, dass die Moral ein Problem da? Nee. Ein Sieg und die ganze Diskussion löst sich in Luft auf. Ganz genau. Wir sehen uns gleich, Freunde. Achso, nee, wir können es ja sogar durchgehen jetzt, ne? Wir sind ja schon am Spieltagsende. Schauen wir einmal kurz rein. Machen wir das zusammen. Und zwar, das war der Spieltag. Union gewinnt 3-1 gegen Schalke. Weil sie sind wieder vor uns. Das darf nicht sein. Jungs, jetzt aber wieder Punkte holen hier. Augsburg 1-1 gegen Hoffenheim. Ja, die kommen langsam echt alle näher, ne? Auch Stuttgart mit einem Unentschieden gegen Köln. Freiburg gewinnt 2-0 gegen Bochum. Boah, die stürzen jetzt echt ab. War aber auch ein bisschen zu erwarten, ne? Wolfsburg gewinnt 1-0 gegen Leipzig. Ui, Leipzig auch bleibt hängen. Und auch Bayern kann es wieder nicht nutzen. 1-1 nur gegen den Angstgegner Gladbach, weil Kimmich rot bekommt. Und die Eintracht mit 3-0. Die wittern jetzt ihre Chance auf die Meisterschaft. Die wird dann die Chance. Es ist halt echt nicht so gut, ne? 2, wie viel? 2,1, 2,2 Punkte pro Spiel. Ist nicht so stark. Und ja, Mainz gewinnt 2-1 gegen Leverkusen. Auch unglaublich, dass sie da noch oben stehen. Wer hätte das gedacht? Naja, für uns geht es gegen Augsburg. Ich glaube, es ist klar, dass wir 4-3-3 spielen. Aber ich bin wirklich am Überlegen, das ohne Dodi zu spielen. Schauen wir mal. Ihr werdet es morgen erfahren. Bis dann, Freunde.